Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mal wieder eine Nicht-Drogerie-Nagellackmarke ausprobiert. Und zwar habe ich die Nagellacke von Aldi ausprobiert. Die haben ja so diesen Obernamen, der nennt sich Biokura. Und da habe ich mir den Lilanen aus der Reihe rausgesucht. Da ich leider so clever war und die Verpackung weggeschmissen habe und mir nicht notiert habe, wie die Nummer, wie der Name war und auch hier nicht gefilmt hatte leider. Ich meine, der hieß Violett und hatte halt irgendeine Zahl, aber es gibt halt nicht so viele Farben zur Auswahl bei Aldi. Aber ich dachte mir halt, ja, so ein klassisches Lila oder irgendwas drin habe ich jetzt nicht sonderlich in meiner Sammlung. Ich glaube, ich habe ein weiteres Lila und da habe ich mich jetzt erstmal zum Ausprobieren von den Aldi-Nagellacken für das Lilane entschieden und möchte ich das jetzt hier eigentlich im Video einmal zeigen, wie ich mir diesen Nagellack lackiert habe und was ich von ihm halte und wie er sich halt so verhalten hat. Ihr könnt mir jetzt hier schon die ganze Zeit beim Lackieren zusehen und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr erkennen könnt, dass ich eventuell ein bisschen mit diesem Nagellack zu kämpfen habe. Er ist doch sehr flüssig und leider auch nicht so richtig deckend. Also er wirkt an manchen Stellen so ein bisschen schmierig. Also ich kann das nicht so ganz genau beschreiben. Es guckt auf jeden Fall mein Naturnagel unter dem Lack durch. Und es ist halt irgendwie kein schöner Anblick. Ja, dann habe ich auf jeden Fall eine zweite Schicht aufgetragen. Ich trage ja eigentlich fast bei jedem Lack eine zweite Schicht auf. Ganz einfach, weil das meistens ein schöneres, ebenmäßigeres Ergebnis ist. Und das war jetzt hier aber auch dringend nötig. Also ja, jetzt bei manchen Einstellungen finde ich das schon deutlich zu erkennen, ist auch hier in der Kamera, dass das sehr fleckig ist. Die erste Schicht. Es ist ja ganz oft so, dass ich das in Natura sehe, wie unebenmäßig die Lacke sind und dann halt ganz einfach im Video, also wenn ich jetzt halt das Voice-Over mache, dann sehe ich das halt nicht und das ist immer so ein bisschen doof und ich erzähle euch das und ich hoffe halt einfach, dass ihr mir dann das Ganze glaubt. Jetzt habe ich beide Hände lackiert. Die Trocknungszeit. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht irgendwie erkennt, aber meine rechte Hand hat leider sehr viele Ditsche abbekommen, also Kratzer und so weiter. Ich habe über den Tag verteilt mir meine Nägel lackiert. Auf der linken Hand habe ich es geschafft, die Nägel tagsüber zu lackieren. Da ist es eigentlich ganz gut gegangen. Dieser Lack hatte eigentlich auch einen wunderschönen Eigenglanz, also auch jetzt noch. Er schimmert richtig schön, aber er braucht leider sehr lange zum Trocknen. Also ich habe hier natürlich keinen Topcoat und keinen Quick-Dry-Topcoat verwendet. Ganz einfach, um halt die richtige Trocknungsdauer von diesem Lack herauszubekommen. Es haben sich ein paar Bläschen auf den Nagellacken gebildet, aber halt nicht so extrem. Es ist immer noch ganz in der Grenze. Nur auf der rechten Hand sieht es halt leider furchtbar aus, weil da der Lack einfach es nicht geschafft hat zu trocknen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ich habe mich da jetzt auch nicht weiter drum gekümmert, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte halt genügend, der Lack hatte halt genügend Zeit, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und leider hat er es nicht geschafft. Also wie gesagt, die linke Hand hatte ich tagsüber lackiert und bei der rechten Hand hatte ich die letzte Schicht dann abends aufgetragen. Der Lack braucht definitiv länger als eine halbe Stunde, um ordentlich durchzutrocknen. Das ist jetzt nicht so schön. Ich hatte ja sowieso vorgehabt, auf der rechten Hand den Klarlack von Aldi aufzutragen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich muss mal gucken, ob der Klarlack vielleicht es schafft, diese ganzen Kratzer und Abdrücke ein bisschen zu überdecken. Das wird sich gleich zeigen. Okay, das ist wirklich interessant. Also der Klarlack hat jetzt tatsächlich so auf den ersten Blick die Unebenheiten schön überlackiert. Also meine Nägel glänzen wieder wirklich richtig schön. Ich muss aber dazu sagen, es ist momentan schon wieder sehr heiß, während ich dieses Video drehe. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es sich empfiehlt, bei starker Hitze den Nagellack in den Kühlschrank zu packen. Dann würde er auch besser trocknen. Das muss ich jetzt nur noch mal so als Randnotiz erwähnen, falls dieser Topcoat vielleicht deswegen nur so richtig gut ist.
ist. Muss jetzt mal schauen, wie lange er braucht zum Trocknen. So im nassen Zustand sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Also er hat diese ganzen Kratzer, die ganzen Ditscher schön überdeckt. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er vielleicht auch noch schnell trocknet, denn ich lackiere mir die Nägel jetzt natürlich kurz vor der Arbeit. Ich gebe euch dann wieder ein Update. Ich habe mir jetzt gestern Abend die Nägel mit dem Klarlack noch lackiert und habe euch ja gesagt, dass das ganz gut funktioniert hat. Es ist leider so, dass ich noch ein paar Ditscher in die Klarlackoberfläche reinbekommen habe. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Also der hat einigermaßen gut getrocknet. Beim Daumen ist es leider so, dass ich da ein paar Mal angeeckt bin und dass da schon irgendwie ziemlich deutliches Tipware entstanden ist. Also dieser Topcoat hat die Kratzer schön verschwinden lassen, aber er ist jetzt nicht wirklich schnell getrocknet. Also die Oberfläche war gut getrocknet innerhalb von ein paar Minuten, ich weiß nicht, so 15 Minuten oder so. Aber halt über den Tag habe ich immer noch gemerkt, dass die Oberfläche so ein bisschen gummiartig ist. Selbst jetzt fühlt sie sich noch so ein bisschen gummiartig an. Also ich wette halt, wenn ich da drauf drücke, würde ich eine Spur hinterlassen. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, weil ich möchte ja auch mit den Nägeln noch eine Weile rumlaufen. Obwohl ich die fast jetzt schon am liebsten neu machen würde, weil halt diese Spitzen schon teilweise abgenutzt sind. Und das finde ich wirklich nicht schön. Auf der anderen Seite habe ich mir leider hier einen schönen ordentlichen Ditcher im Mittelfinger reingehauen. Das muss ich nochmal neu machen. Ansonsten habe ich da ja kein Klarlack aufgetragen. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt irgendeinen Unterschied in der Kamera erkennen könnt. Der Glanz mit dem Klarlack ist schon deutlich stärker. Aber ohne hat der Lack auch einen schönen Glanz. Also es ist nur wichtig, den halt nicht zu dick aufzutragen. Aber trotzdem müsst ihr halt gucken, dass ihr das irgendwie deckend und gleichmäßig hinbekommt. Also es ist ein bisschen schwieriger Nagellack im Auftrag. Und natürlich dann auch später im Trocknen. Ich werde, wie gesagt, den Mittelfinger einmal neu machen. Aber ansonsten werde ich die Nägel so lassen. Die linke Hand ohne Topcoat, die rechte Hand mit Topcoat. Und dann werden wir uns in circa einer Woche wiedersehen. Und dann werde ich euch ein Update geben, wie die Nägel dann aussehen. Eine Woche später, um genau zu sein, sind es jetzt sogar schon 9 Tage, weil ich aufgrund von einer Geburtstagsfeier am Wochenende nicht die Zeit hatte, mich darum zu kümmern, die Nägel neu zu machen. Deswegen habe ich sie einfach so gelassen. Dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie meine Nägel jetzt so aussehen. Das ist meine rechte Hand. Wie ihr deutlich erkennen könnt, ist da deutliches Tipware entstanden. Auf der rechten Hand hatte ich ja den Nagellack mit dem Basecoat aufgetragen. So sieht jetzt meine rechte Hand aus. Da ist deutliches Tipware zu erkennen. Da habe ich ja den ganz normalen Nagellack aufgetragen und darauf dann den Topcoat aufgetragen. Die Oberfläche sieht sehr angegriffen aus. Das Tipware ist doch schon ganz stark und noch deutlich zu erkennen von vorne, nicht nur von unten. Leider hat sich hier die Spitze von meinem Nagel verabschiedet. Dafür kann der Nagellack jetzt selber nichts und beim Daumen sieht es nicht anders aus. Auf der anderen Seite habe ich ja nur den Nagellack verwendet. Man könnte fast sagen, das sieht beides gleich aus. Also es hat halt beides die gleiche Abnutzung von der Sache her. Ja, und hat auch beides deutliches Tipware. Ich fange mal von Anfang an an. Also der Nagellack hatte so seine Probleme mit dem Trocknen. Ich halte ja mittlerweile immer die mindestens eine halbe Stunde ein. Also das wurde mir von euch mal empfohlen, weil ich halt immer so rumgejammert habe, dass die Nagellacke entweder Bläschen bilden oder halt nicht richtig trocknen oder wie auch immer. Also habe halt zwischen jeder Schicht, die ich gemacht habe, sei es Basecoat, sei es Farblack, sei es Topcoat, immer schön brav die halbe Stunde gewartet. Dann habe ich halt die zweite Schicht Farbe aufgetragen oder die eine Schicht Topcoat. Die Lacke waren beide, sowohl nur der Farblack als auch der Farblack mit dem Topcoat, also hatten sehr lange so ein noch weiches Gefühl. Also ich hatte halt das Gefühl, wenn ich jetzt hier irgendwie dagegen komme oder da rankratze, dann schiebe ich den ganzen Nagellack vom Nagel runter. Es war zwar so oberflächlich schon trocken, aber es fühlte sich halt so ganz komisch an. Und ich habe halt hier auch so ein paar Ditscher im Daumen drin. Die könnt ihr vielleicht so ganz klein wenig sehen. Da zum Beispiel. Das ist halt nach 2 Tagen ungefähr entstanden. Also das, nee, nach einem Tag entstanden. Und das war halt nicht so schön. Also konnte da zwar drauf schlafen, hat es eigentlich ganz gut durchgehalten, aber mit dem Trocknen ja, war nicht so toll, weil ich glaube, ich hatte am Sonntag lackiert und musste dann halt Montag gleich wieder zur Arbeit. Und da müssen meine Nägel ja ein bisschen was aushalten können. Also der Auftrag, ja, der war ja so ein bisschen schwierig. Dann das Trocknen schwierig. Dann hat sich sehr viel Tipware gebildet. Also ich bin jetzt kein Fan von den Nagellacken. Ich habe halt überlegt, ob ich es vielleicht einfach nochmal probiere mit einer anderen Farbe. Ich war heute wieder im Aldi und habe halt
gesehen, keine Ahnung, Magenta oder so ein Pink. Und ich habe auch gesehen, dass es diesen Überlack wieder gibt. Der sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also da steht halt Biokura Make-up, so wie hier auf dem Farblack. Und da steht halt drauf, dass man den als Unter- und als Überlack nehmen kann. Ich habe ja nicht mehr die Verpackung von damals, weil ich den schon etwas länger zu Hause habe. Also ansonsten versuche ich das vielleicht mal das nächste Mal, ihn auch als Base-Lack zu benutzen. Oder ich kaufe mir halt nochmal so ein Fläschchen. Also ich fand den ja sehr schön, den Klarlack. Hat ja ein richtig schönes, glattes Ergebnis gemacht. Also er hat wahnsinnig diesen Farblack geklettet, weil da hatte ich ja schon so einige Ditscher drin, weil dieser Nagellack halt einige Ditscher abbekommen hat. Ich habe ja hier auf dem Mittelfinger auch einen Ditscher. Den wollte ich eigentlich wegmachen, habe ich aber nie geschafft, hatte nie die Zeit dafür und trage den jetzt bis heute und bin froh, wenn ich mir heute die Nägel ablackiere und ich das abmachen kann. Das dazu. Ich hoffe, ich habe euch alles gesagt. Ich werde mir jetzt die Nägel ablackieren und dann werden wir uns nochmal wiedersehen, wie meine Nägel nach dem Ablackieren aussehen. So, jetzt habe ich natürlich clevererweise meine Nägel ablackiert, gefeilt und schon mit einem neuen Base-Lack aufgetragen. Aber ich kann euch verraten, wie sich meine Nägel verhalten haben, wie der Nagellack abging. Also ich habe den Nagellack dieses Mal ganz normal mit Wattepad und mit Nagellackentferner entfernt. Da gab es jetzt kein Problem. Das ging ganz fix, ganz schnell auf beiden Seiten, sowohl mit Topcoat als auch ohne. Bei meiner rechten Hand bin ich mir nicht sicher, ob die Verfärbung immer noch von dem alten Lack ist oder vom neuen. Es sieht halt so ein bisschen aus, als wäre es neu. Aber auf der anderen Hand habe ich halt keine Verfärbung und ich habe ja bei beiden den gleichen Basecoat getragen und den gleichen Lack. Daher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob dieser Lack meine Nägel eingefärbt hat, aber er hat sie nicht beschädigt. Er ließ sich gut entfernen. Und ja, das war's jetzt alles zu dem Nagellack von Aldi. Ihr könnt mir mal verraten, was ihr für Erfahrungen mit den Nagellacken von Aldi gesammelt habt und welche Farben ihr zu Hause habt. Dann war's das jetzt mit meinem Video. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!